Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem angespielt, einem allerersten Video und so einem Ersteindruck zu Ark Survival Ascended. Ist jetzt endlich erschienen, spontan, würde ich mal sagen, ohne groß Voreinkündigung. Also, war relativ spontan, sag ich mal so. aber jetzt ist es da, man kann zocken und ich habe schon kurz reingeguckt und wir gehen jetzt mal zusammen rein und wir gucken uns mal das neue Island an und gucken mal so, vergleichen mal so ein bisschen, was hat sich geändert, welche Settings kann man so spielen. Und ich gehe mal hier auf The Island, da war ich jetzt schon kurz drauf, und gehe mal auf Einzelspieler. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can. So, und da sind wir auch schon. Und wie wir sehen, sieht's echt krass aus. Also das erste Mal, wo ich hier rein bin, habe ich gedacht, was ist mit Island passiert. man erkennt irgendwie fast gar nichts wieder. Also wir sind hier Richtung Roten Obi. Wenn wir jetzt mal die Map anmachen, die sieht so aus. Da ist leider noch nicht so viel freigelegt. Also wir fangen von Null an. Aber guckt euch das hier mal an, wie das hier aussieht. Das ist schon richtig heftig, finde ich. Von den Einstellungen kann ich mal zeigen. Video spiele ich jetzt nicht mal auf den höchsten Einstellungen. Also Advanced Graphics auf Mittel, View Distance auf Mittel, Texturen auf Hoch, Postprint auf Mittel, Hoch, Hoch, Hoch. Dann kann man RTX noch einstellen. Das habe ich alles auf On und dann auf Performance eingestellt. Und Motion Blur habe ich aus, weil das nervt mich, das ist so ein bisschen Verschwommenheit. Das habe ich auf jeden Fall ausgestellt. Ja, so sind jetzt erstmal die Settings, dass es eigentlich einigermaßen ruckelfrei läuft. Das Einzige, was ist komisch, ist zwischen ihren Beinen, da ist so ein bisschen, sieht so ein bisschen komisch aus. Ich weiß gar nicht, wie man das wegkriegt. So, ich habe jetzt gerade mal Advanced Graphics auch auf hoch gestellt, läuft trotzdem noch flüssig. Ich weiß nicht, ob ihr die Frames seht. Ich habe jetzt 88 Frames, 57 Frames, 53 Frames. Geht eigentlich für die Optik ziemlich in Ordnung, finde ich. Viecher rennen hier natürlich auch jede Menge rum. Wir laufen mal hier weiter. In die Richtung. Ja, der nächste. ja, also schon krass, oder? Also, wer Island kennt, hier hat sich einiges getan. Und schon wieder, ich habe hier keine Ruhe. So, ich versuche mal unten in die Videobeschreibung reinzuschreiben, welche Grafikkarte und so ich habe, damit ihr da so ein bisschen einschätzen könnt. Das ist auf jeden Fall eine RTX 3090. ja, ansonsten so hat sich hier echt einiges geändert. Nicht nur grafisch, auch so ein bisschen mehr spielerisch. Hier das Menü sieht ein bisschen anders aus. Ansonsten so sind es die gewohnten Tiere, die hier rumfliegen. Und so gewohnte Sounds sind auch noch zu finden.
will eigentlich mal zur Steininsel und mal gucken, wie die aussieht, ob sie überhaupt noch hier gibt. Also manchmal ist ein leichter Ruckler drin. Jetzt einen Schluck trinken. Und auch die Bewegungsanimation ist natürlich auch ein bisschen anders und das Springen sieht alles ein bisschen cooler aus. Und man kann ja kein Movement Speed mehr scannen, zumindest nicht normalerweise. Aber der Charakter ist eigentlich schon gut schnell. So, da ist schon mal T-Rex. Also theoretisch müsste es ja Richtung hier, Richtung Steininsel gehen, da wo ich eigentlich immer so anfange. Ich könnte auch erstmal mir ein bisschen was zu kämpfen nur suchen. Und mal ein bisschen Leder besorgen und was zum Anziehen. Wie die Bäume fallen, sieht auch ein bisschen anders aus. So, ich kann nicht jetzt schon eine Axt herstellen. Stammbänder, nein, Abstellung. Hier eine Axt. Eine Fackel würde ich auch gleich machen. Ja, der Sound ist auch ein bisschen anders. So, Pain. Doppelklick funktioniert auch noch. Ich habe zwei Level. Ich würde mal Ausdauer machen und Nahkampfschaden. Ich hätte vielleicht auch Resistenz machen sollen. So, dann kann ich einen Speer. Das kann ich machen, das kann ich machen. Schon mal ein bisschen Rüstung, würde ich sagen. Oh, der T-Rex kommt da hinten her. Das. Für den Rest brauche ich wieder Hide. Ein Speer kann ich leider nur einen machen. Hier, ansonsten so steuerungstechnisch ist es ähnlich zum Glück. Ich habe Hunger. Wobei ich habe die Steuerung ein bisschen angepasst und der hat es nicht übernommen. Redberry. Ich glaube, das gibt auch neue Bären. So, das anziehen. Die Klamotten sehen natürlich auch anders aus. So, jetzt haben wir, sind wir ja schon mal ein bisschen ausgerüstet hier. Der Rex snackt mir jetzt die ganzen Bonus hier weg, glaube ich. Kommt jetzt der Rex zu mir? Nee. Ich habe die Duckentaste belegt, aber irgendwie macht das nicht. Du Scheiße, ist halt direkt neben mir. Ich hau ab. Okay, der hat aber irgendwie keinen Bock auf mich, ne? Gott sei Dank. So, jetzt muss ich mir einen neuen Dodo suchen. Wir halten die ja nicht aus. Was ist denn mein Dodo? Okay. Was auch cool ist, wenn die Tiere in die Bäume fliegen, wackeln die auch oder die Bäume kippen auch um bei größeren Tieren. Ja, das ist auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob es bei Ark 1 auch so war. Ich sag jetzt einfach mal Ark 1. So, da ist noch ein Dodo. Ich will da ein bisschen Hide mitnehmen. Die Dodos sind ja auch Level 1 hier alle, wa? Wo ist er normalerweise ducken? X, ach C. Ja. Ich kann ihn gar nicht abbauen. Ja, wahrscheinlich nur irgendwie ein Buggy, ein bisschen, wa? Den konnte ich jetzt nicht abbauen. Herstellung. Was fehlt mir jetzt hier noch für Schuhe? Fasern, okay. Ich würde jetzt mir kurz mal ein bisschen wenigstens erstmal Ausrüstung machen.
So, und wir sind jetzt hier nur am Strand, obwohl der ziemlich felsig geworden ist, finde ich. Ich weiß nicht, ob der nur hier so ist. Auf jeden Fall war der, glaube ich, vorher sandiger. Na gut, da ein bisschen am Wasser ist er ein bisschen sandiger. Okay. So, Herstellung. Schuhe. Fehlen jetzt nur noch Handschuhe, da fehlt Leder und Fasern. Oh, hier ein Baby. Die rennen jetzt ja auch rum, hier laufen jetzt Babys rum. Da muss man aber wahrscheinlich, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die Eltern einmal töten und dann kann man das Baby tamen, quasi. Muss mal kurz was essen. Kann leider die Störung nicht ändern. Deswegen klicke ich öfter mal falsch. Komm, einmal rohes Fleisch rein. Resistenz hoch. Okay. Aber der Schlafsack sah auch schon ganz anders aus. Cool. So, weiter geht's. Ich wollte mal kurz... Die Pike hat anscheinend keinen Haltbarkeit mehr. Zumindest ist da kein Balken. Auch neu. Komm mal. Ich habe sonst immer Looten auf der... auf F. Deswegen drücke ich ständig F, aber es ist jetzt auf E. Der Baum, der wackelt. Komm ich nicht ran. Der Rex, der Rex. Ich will zu nicht, ich schmecke nicht. Ich muss jetzt mal ein Stück weiter landeinwärts, um die Insel rüberzukommen. Die andere Seite. So, ja, und ziemlich viele Optiken haben sich geändert, wenn man ja zum Beispiel den Stein abbaut. Sieht man hier die Einschläge. Ziemlich cool, oder? Hm? Finde ich auch schon geil irgendwie. Weil man farmt ja doch relativ viel. Und dann zerspringt er so schön. Der Dödi. Der sieht, glaube ich, aus wie vorher, ne? Einige Dinos wurden ja, glaube ich, optisch auch angepasst. Parasaurus. Hier ist ein Baby-Parasaurus, ein Baby-Schildkröte. Mal ein bisschen weg. Ja, da müssen wir mehr aushalten, ja? Was ist denn jetzt? Dann alles ab. Wo ist denn der jetzt? Hab ich hier schon abgebaut? Nice. Okay. Oh, schon wieder. Mich doch mal in Ruhe. 26. Blöde Vieh. Okay, jetzt sollte ich auf jeden Fall genug Leder haben. Ach, falsch. Hier muss ich hin. Für die Handschuhe. Fasern fehlen jetzt noch. Na gut. Mal gleich. Resistenz würde ich nochmal machen. Hier, der Schlafsack sieht komplett anders aus. Und die ganzen Strukturen sehen halt auch anders aus. Hier die Strohstrukturen, Holz und so weiter. Und die ganzen Workbenches und weiß ich nicht was alles. Gucken wir uns noch an. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Vieh. Also man hat hier aber keine Ruhe irgendwie. So viele Viecher hier. Ja, das Gras sieht krass aus. Gras sieht krass aus. Wie hoch das hier ist. Irgendwas ist schon wieder. Was hat er denn? Hunger? Oder hat sie denn? Hm? Okay, Oh.
das war, glaube ich, ein bisschen viel Fleisch. Hohes Fleisch. Shit. Okay, das kennt man aber auch noch. Der Zaun ist auch gleich. Kann ja mal ein Stück Fleisch kriegen, oder? Kann man jetzt hier bestimmt einen... Das kann ich und ich kann auch die Handschuhe. Schon mal hier hin. Habe ich noch Holz? Habe ich auch. Dann kann ich das Fleisch hier grillen. Handschuhe an. Okay. Zack, Holz rein. Okay, die Tasten sind auch noch die gleichen wie früher. Kann alles rein und Feuer ran. Feuer sieht in der Küche auch anders aus. Feuer löschen eh. Lagerfeuer 2 von 3. Gesundheit. Eigentümer Willimi. Fuel für 7 Minuten. Okay. So, ein bisschen Fleisch habe ich gegrillt. Jetzt würde ich mal weiterziehen. Ich will ja hier weiter in die Richtung kommen. Es wird jetzt auch schon langsam dunkel. So, die Gesundheit ist wieder fast voll, Gott sei Dank. Dank dem Fleisch, glaube ich. Aber es krasseste ist eigentlich die Optik, oder? Ist so heftig aus. Richtig cool. Und was auch positiv ist, hier die Bewegung und alles. Sieht alles ein bisschen natürlicher aus wie vorher. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass halt da so um die Beine rum so komisch aussieht beim Laufen. Ja, wie auch immer, keine Ahnung, wie das weggeht. Wenn ihr das wisst, gerne könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder ob das normal so ist. Also hier halt zwischen den Beinen und um den Beinen herum. Ja, so ein aller Spucker, geh weg. So, wir sind jetzt hier schon am grünen Obelisken. Also ich kann Island jetzt überhaupt gar nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Haben die Obelisken auch umgestellt? Kann doch jetzt noch nicht am grünen Obelisken sein. Ich war da eben noch am roten. Ich glaube, das ist alles anders. Die Beacons sehen auch anders aus. Die sind da hinten jetzt, sieht man. Sind irgendwie wie Untertassen am Himmel aus. Und noch ein Raptor. Nee, man kommt nicht von Raptor weg. Scheiße. Ich glaube, ich bin tot. Kacke. Ich bin fast tot. Okay, er ist down. Ja, da kommt schon der nächste. Krass. Weg. Rennt der weg, wenn man ihn anzündet? Okay, ich hab's doch irgendwie überlebt. Nee, jetzt kommt schon wieder der nächste. Geh doch mal weg. Scheiße, jetzt war's doch. 3 Raptoren waren dann doch ein bisschen zu viel. Aber ganz gut, wir springen mal woanders hin. Hier muss das sein. Wir gehen mal hier, Südzone 2. Spawn ist auch hier ein bisschen anders jetzt. Jetzt haben wir ja alles verloren. Egal. Wir gucken ja erstmal nur. Hier ist die Felseninsel. Okay. Die habe ich gesucht. Aber hier hatte ich schon die ein oder andere Base. Aber auch hier sieht's krass aus. Die Felseninsel ist so ein bisschen kleiner geworden. Hier gibt's nicht mehr diese hohen Felsen. Okay, jetzt laufen wir mal hier rüber. Ah, hier ist angemarkert, wo ich gestorben bin. Okay. Ich habe schon mal die Akku von so einem blöden Vogel.
Ja, okay, hier hat sich ein bisschen was verändert. Die Felsen sind irgendwie anders. Okay, da hat sich viel verändert hier. Hier spawnt man ja ganz gerne mal. Also der Felsen da ist komplett neu. Ja, hier weiß ich nicht. Sieht anders aus. Krass. Da haben sie bestimmt ganz schön viel Arbeit reingesteckt, um das hier anzupassen. Oh, nee, Piranha. Ich bin schon wieder tot. So, Leute, im dritten Anlauf habe ich es eigentlich hier rüber geschafft. Und ich wollte hier eigentlich auch noch auf die Steininsel oder die ehemals Steininsel. Hier sieht es jetzt ja. Sind zwar immer noch ein bisschen Felsen, aber hier sind doch einige Bäume dazugekommen. Und sieht dann doch schon komplett anders hier aus. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob es hier noch so eine Explorer-Notes gibt. Weil hier auf der kleinen Insel waren ja immer drei Stück. Das hat sich gerade am Anfang ganz gut gelohnt, hier zu spawnen. Deswegen wollte ich mal gucken, ob es sowas überhaupt noch gibt hier. Ja, also die Steininsel ist schon sehr grün geworden. Im Gegensatz zu früher. Aber sieht wahrscheinlich einfach besser aus, als wenn da nur so ein Haufen Steine hingehauen sind. Also hier ist jetzt kein Explorer-Node. Muss mal gucken, hier innen war die doch irgendwo. Ah, ich wette, das gibt sie nicht mehr. Ah, hier ist so ein Durchgang. Hier kann man auch schön reinbauen. Da und dazu. Schon hat man es sicher. Okay. Ich habe ein paar Level. Ich würde mal ein bisschen in Ausdauer reingehen, und das nervt mir. Resistenz nochmal hoch. Und Gesundheit. Ah, hier, guckt mal. Gibt es hier noch eine Explorer-Note? Ja. Fairly unremarkable by the island standards. Oncorhynchus grexlamia is a generally passive fish. Its main form of protection is swimming in a large school. So, die hat jetzt ganz viel über den Fisch erzählt, der in der Explorer-Note war. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneide oder drin lasse. Ich bin jetzt hier schon mal ein bisschen weitergelaufen. Also es gibt noch Explorer-Notes hier auf jeden Fall auf Island. Ich habe jetzt aber hier nur die eine gefunden bis jetzt. Vielleicht haben sie die auch ein bisschen reduziert. Oh nee. Ah. Ich hasse diese Klauviecher. Welches Level sind wir denn jetzt eigentlich schon? Level 7. Okay. Ja, bau mir was. Fing nicht an. Hä, muss ich jetzt erst nochmal neu lernen? Hat er mich zurückgesetzt, wenn man stirbt? Tja. Jetzt hat er mir doch was geklaut. Hat er meine Werte zurückgesetzt, weil ich keinen Schlafsack habe, oder was? Oh, ich sehe ganz schön ramponiert aus. Das ist auch neu, glaube ich. Also man sieht schon ein bisschen geschädigt aus, wenn man ein bisschen Schaden bekommen hat. Ein paar Bären essen. Ja. Gut. Also ich glaube, das reicht auch. Ich wollte halt einmal so ein bisschen den ersten Eindruck hier von Argasa zeigen. Und damit ihr mal so seht, wie das jetzt hier so aussieht. Also performance-technisch kann man spielen so, auch wenn die Optik dann so cool ist, also mit einer 3090 auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, mit anderen Grafikkarten, ob man da auch dann so viel Abstriche macht oder ob es dann trotzdem noch geil aussieht, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber so erst einmal kriegt man schon Bock mehr auf mehr, auf jeden Fall. Sieht schon alles echt cool aus. Gut. Dann würde ich sagen, wie findet ihr es? Schreibt gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat.
Und mal sehen, vielleicht gibt es da ein bisschen mehr zu Ark. Und vielleicht auch im Live gerne mal gucken bei Twitch. Kann sein, dass ich da auch nochmal Ark zocke. Also denn, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.